Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Aufnahme von Vector, einem Jump'n'Run-Spiel, das ja viele verschiedene Level hat, hier 1 bis 10. Und ich habe sie schon mal alle ganz, ganz leicht angetestet, um einmal ganz kurz reinzukommen. Ich werde das machen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen es geht, aber naja, es ist halt ein Jump'n'Run 2D. Und spielen, genau. So, es lädt. Im Hintergrund hören wir lustige Musik und wir können hier wunderbar durch die Gegend springen. Ja, irgendwie ist hier gerade alles ein bisschen... Normalerweise wäre es viel, viel schneller. Ich glaube, ihr seht das jetzt gerade alle in Zeitlupe, ich auch. Das ist, ja. Kurz so. Kann ich hier irgendwas einstellen? Ja, okay. Eins. Okay, gut. Spielen wir es halt in Zeitlupe. Normalerweise wäre es echt. Würde es. Oh, die Maus war ein Bild nehmen. Würde es. Viel schneller laufen. Ich glaube, es liegt jetzt gerade daran, dass ich ein bisschen was ablaufen habe. So wie zum Beispiel im Teamspeak-Server und so. Aber ich glaube eigentlich, dass es nicht ganz so schlimm ist. Dann sieht man das halt so ein bisschen Zeitlupe. Ist halt auch mal was anderes. Ja, hier sieht man schon, dass zum Beispiel, da bin ich gerade nicht gesprungen. Zum Beispiel schon. Man kann nur mit den Pfeiltasten, das heißt oben, unten, links und rechts steuern. Oben wäre zum Beispiel springen, unten wäre rutschen. Links wäre anhalten, glaube ich. Und rechts, wie man hier schon sehen kann, wäre beschleunigen. Das heißt so mega schnell und so. Aber es geht halt eben auch nur an manchen Stellen. Und es sieht allgemein ziemlich cool aus. Hier haben wir zum Beispiel einen geilen Trick. Mit so einer richtig, ja, schwulen Rolle und so. Ui. Hier mal eben kurz über das Fass springen. Hier auch nochmal eben kurz rüber. Und hier gleich mit. Und hier gibt es halt ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, was man hier machen kann. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange das Spiel, das Let's Play allgemein gehen wird von dem Spiel hier. Und da ist schon das Ende. Ja. Denn es kommt immer darauf an, wie lange. Denn wir versuchen hier, wie man hier schon sehen kann, alle überall 3 Sterne zu kriegen. Das wird wahrscheinlich nicht immer klappen, aber ich versuche es einfach mal. Hier haben wir zum Beispiel auch verschiedene Tricks, die wir uns auch noch kaufen könnten. Hier haben wir auch noch Geld. Zum Beispiel sowas hier könnten wir uns kaufen. Ich weiß jetzt nicht, welcher davon... Ich lasse das jetzt erst einmal so, wir können das ja sonst am Ende nochmal gucken, ob wir irgendwo, oder ich weiß gar nicht, braucht man eigentlich alle... Ah, das ist so ungefähr normale Geschwindigkeit. Okay, jetzt wieder langsamer. Jupp. So. Ah, jetzt ist wieder... Ja, manchmal aber auch nicht. Wieder ein bisschen schneller rennen. Ja, einmal kurz quer durch das ganze Haus hier oder was auch immer das darstellen soll, springen. Da müssen wir jetzt so rüber springen, damit wir es auch kriegen. Gerade eben war es wieder ein bisschen schneller, jetzt nicht mehr. Und wenn man zum Beispiel irgendwo gegenknallt, dann ist das halt auch ein bisschen komisch. So, okay, hier einen geilen Backflip. Und hier runter zu leiden, damit wir das Teil da unten auch noch kriegen. So. Der Typ, der im Übrigen hinter uns ist. Der versucht uns irgendwie zu töten durch irgendeinen Elektroschock oder so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert, aber ist halt schon so ein bisschen komisch. Springe. Oh scheiße, das können wir glaube ich nicht. Nein. Da wieder Zeitlupe. Oh, und jetzt werden wir wahrscheinlich daran aufhalten. Jupp. Das heißt, wir müssen schnell längs. Ah, okay, der andere braucht aber auch noch ein bisschen. Okay, jetzt schnell rüber. Ich meine, wir haben jetzt schon nicht alle von diesen Teilen gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir, ehrlich gesagt, wäre ich schon mit 2 Sternen auch schon zufrieden. Hier nochmal runter sliden und geschafft vor dem anderen Typen. Und kriegen wir einen. Boah. Ja, okay, ich glaube, dafür braucht man echt Tricks, damit man. Ja. Ah, machen wir erstmal weiter. Wir können ja dann später nochmal. Sonst, okay, warte mal, wir haben jetzt hier alle bis auf den hier. Dann würde ich erstmal sagen. Kaufen wir den, denn wir haben ja noch ein bisschen Geld. Okay, mal gucken. Laden. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder genau das Original-Speed. Und jetzt ist wieder ein Zeitlupe.
Das ist echt cool, weil so habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt. Das ist vielleicht auch wieder was komplett anderes. Eigentlich, ja. Manchmal ist es halt schneller, manchmal wieder langsamer. Das ist schon so ein bisschen scheiße. Jetzt aber schneller, schneller hoch. Und Backflip. Bei mir habe ich das Gefühl, dass wir durch diese Backflips und sowas Zeit verlieren. Ah, da hat man schon gerade gesehen mit diesem Stromschlag. Ja, dann spielen wir halt mal ein Spiel Zeitlupe. Ist ja auch nicht jetzt. Oh, toll, jetzt haben wir den Trick nicht mitbekommen. Alter, nicht mal den. Guck das, was der gerade eben gemacht hat. Ist erstmal schön durch die Fensterscheibe springen. In Zeitlupe-Animation. So. So. Und hier noch rüber. Und jetzt kommt. Ah, jetzt müssen wir da oben längs. Also manchmal finde ich ja schon eine ziemlich geile Animation, weil egal was du machst, eigentlich kommt er immer weiter. Das heißt, du musst eigentlich gar nichts drücken, aber dadurch ist es halt langsam. Hier wieder die schwule Rolle. Und den da kriegen wir jetzt. Ja, Mann. Und den da auch noch. Ja, Mann. Was sind das überhaupt für komische Vierecke, die wir... Lol, was? Den habe ich nicht gekriegt. Was sind das überhaupt für komische Vierecke, die wir da die ganze Zeit einsammeln? Alter, ich dachte gerade schon... Und wieder geschafft. Das ist ja mal geil. Aber wir haben den einen Trick nicht mitgenommen, obwohl wir den sogar extra gekauft haben. Oh ja, komm, einmal machen wir das noch irgendwie schnell. Jetzt aber nochmal versuchen. Hierüber. Warum ist das eigentlich ein Zeitlupe? Das regt mich echt so ein bisschen auf, weil normalerweise wäre es ein bisschen. Ist das ja alles so locker genommen. Man hat so viel Zeit und alles. Ich meine, manchmal wird das halt schneller und manchmal ist es halt eben wieder langsamer. Das ist auch. Naja, ne? Naja, okay. Hier jetzt wieder die ganze mitnehmen. Und sofort springen. Und nochmal springen. Und jetzt so einen geilen Stunt drüber machen. Und jetzt den da wegnehmen. Lol. Den da auch nochmal eben kurz. Ja, Mann. Jetzt sind wir gerade in Zeitlupe unterwegs. Ich habe eigentlich schon eine Ahnung, wie ich die Folge nennen könnte. Aber okay. Wird ihr denn sowieso gerade sehen, wie sie heißt? Ich denke, irgendwas mit Zeitlupe. Falls ich es nicht vergesse, werde ich sie so benennen. Irgendwas mit Zeitlupe. Also jetzt nicht genau irgendwas mit Zeitlupe, aber halt. Ja, okay. Ich halt einfach mal die Klappe. Ja, komm, mach deine schönen Rollen. So. Oh, gerade eben war es wieder ein bisschen. Komm, den kriegen wir auch noch. Und irgendwo ist noch einer. Da. Die haben wir auch. Mehr Gas geben. Ah, ja. Und da sind wir auch schon wieder am Ziel. Ja, Mann. Es gibt halt noch ein paar andere verschiedene Level, die sind auch ziemlich cool. 2, 3 Sterne sogar. Alter Junge. Ja, weil wir halt alle das meiste haben. Alles das meiste. Hier haben wir zum Beispiel noch gar keinen Trick. Weil die sind aber auch teilweise ein bisschen teuer. Double Kong. Okay. Na, wir gucken einfach mal. Ich habe jetzt zum größten Teil die selbst nicht wirklich gesehen, aber ich glaube, wir haben auch gar nicht so viel Geld, dass wir alle Tricks im Moment kaufen können. Ach ja, das war auch so ein bisschen cool. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was das Teil da unten sein soll, aber ich mache es auch so weg. So, hier müssen wir jetzt in den Kurs springen und von Seite zu Seite springen. Wenn man das verkackt, dann hat man verkackt. Sag ich es einfach mal so. Und unten links sehen wir schon den... Ja genau, der kommt jetzt nämlich irgendwie an, wo auch immer der gerade herkommt und was auch immer der von uns will, ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall verfolgt er uns, aber ich habe keine Ahnung, was er von uns will. Okay, jetzt hier wieder ein bisschen schneller und ich glaube gleich... Ja genau, denn wenn wir dagegen laufen würden... Lol, jetzt wurde es gerade kurz wieder schneller. Ja, der ist weg. Lol, ja sieh, Junge. Oh, geil. Ah, den haben wir eben kurz mitgenommen, gestolpert, kein Problem, hier dürfen wir jetzt nicht hüpfen. Hier. So, nochmal Gas geben, kein Problem. Müssen wir jetzt abbremsen. Dafür ist halt diese Falters nach links da. So, hier jetzt rüber. Ich glaube, man kann hier sogar unten längs gehen. Ich weiß aber nicht, was unten ist. Ja. Ich glaube, die Zeit kann man hier ziemlich gut nutzen, um über irgendwas zu reden, weil ich so langsam wie das ist. Aber ja. Ja, hier nochmal eben ganz cool rüber. Es könnte auch sein, dass es so gewollt ist mit dieser Zeit. Das war
erstmal einen genauen Zeitlimit. Hier jetzt rüber und hier nochmal raus und voll gestolpert. Okay, hier, hoch, hoch, hoch und. Oh, wir haben es geschafft. Rüberspringen und. So. Oh ja. Wie viel haben wir? 2 nur. Wahrscheinlich, weil wir nicht alle Tricks gemacht haben, weil wir hatten halt nicht alle. Das ist halt scheiße. Guck hier. Naja, ne? Ohne Zeit. Ja. Hier haben wir jetzt Airbomb. Alter, sind die teuer. Alter, Junge. Ja, komm. Haben wir einmal das, wie auch immer. Was auch immer das sein soll. Ich weiß gar nicht. Irgendwie haben wir gerade schon ziemlich viele. Wahrscheinlich. Entweder wird das vielleicht auch nur eine einzige Folge. Ich hoffe ja nicht, weil ich mag diese Einfolgen-Let's Plays nicht, weil dann muss ich mir immer ein neues Spiel suchen. Sonst machen wir einfach danach nochmal. Lol. Ja. Mega Zeitlupe, oder was war das? Okay. Sonst machen wir einfach. Genau, man könnte auch einfach über den Turm rüberklettern, aber es wäre lange nicht so schnell, wie wenn man das einfach so machen würde. Und ja, alles schön mitgenommen. Super. Den hier kriegen wir jetzt auch nochmal eben. Es ist halt. Vielleicht mache ich das danach nochmal und dann kaufen wir alle Tracks. Versuchen wir vielleicht jetzt auch schon mal. Vielleicht kriegen wir es hier hin. Wir sind jetzt gerade wahrscheinlich so bei 11 Minuten oder so, wenn ich so auf die Uhr gucke. Das heißt, es gibt ja auch noch ein paar Level. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, bei welchem Level wir sind. Egal, so haben wir jetzt schön viel Zeitlupenspaß. So, hier nochmal eben kurz alle mitgenommen. Die hier nehmen wir auch nochmal eben kurz. Warum auch nicht? Tut bestimmt gar nicht weh, wenn man von dieser Höhe irgendwie runterfällt oder so. Rüber und ja hoch und gerollt. Und hier müssen wir uns jetzt docken, um diese Teile zum einen mitzukriegen und damit wir nicht irgendwie einen aufs Maul kriegen von dem Teil oben. So, wieder docken, wieder Gas geben. Oh, Alter. Boah, wir müssen aber auch gerade so ein bisschen Gas geben. Okay, müssen wir jetzt schon mal abbremsen. Oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Trick! Leute. Was war das denn für ein schwuler Trick, ey? Ja, jetzt hier so die Dings nach. Hier wieder ein bisschen Zeitlupe. Jetzt wieder mal alle Tricks kriegen. LOL, haben wir nicht. Wir haben 3 Stück nicht bekommen. Fuck, man. Oh, jetzt hier nochmal eben kurz rüber. Bestimmt kriegen wir nur einen einzigen Boni. Nein, bestimmt wegen den letzten und wegen dem einen Trick. Alter. Boah, Alter, es gibt ja immer neue Sachen. Ganz im Ernst, wie teuer die teilweise sind. Wir haben nicht so viel Geld. Egal, erstmal nochmal gucken, was das hier jetzt ist. Und ich glaube sogar, dass das hier dann erstmal das letzte für heute ist. Oh yeah, man, voll geil rübergejumpt. Ich kann ja mal oben rüberjumpen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es was bringt. Ich glaube aber auch, wir sind bis jetzt noch gar nicht gestorben. Guck, der springt unten rüber. Und ich bin gerade mal hier oben. Oh, halt, warte mal. Ah, verdammte Scheiße. Guck, jetzt dreht sich nämlich um und zielt auf mich. Ich habe keine Ahnung, was es soll, aber. Ich meine, ganz im Ernst, wenn er eine Schusswaffe hat, warum schießt er mich mit Schritten nicht so schnell ab, wenn er irgendwas gegen mich hat oder so? So, ah, jetzt gerade läuft es ein bisschen besser. Jetzt nicht mehr. Auch geil. Und kriege ich alle. Sieht so aus. Okay, hier jetzt schneller rennen. Hier mal eben kurz durch alles durch, was auch immer das alles ist. Da ist ein Trick gesperrt noch. Hier sliden wir jetzt mal geil runter. Und hier rollen wir uns drüber. Hier klettern wir mal kurz hoch und hier noch über die Fässer rüber. Und hier noch mit Vollgas so ein bisschen längs. Hier dürfen wir jetzt glaube ich nicht. Ja, wenn wir gesprungen wären, dann wären wir nicht umgehen gekommen. Das wäre irgendwie ein bisschen scheiße gewesen. Hier mal kurz so rüber. Ja, da haben wir natürlich auch mal wieder nicht alle gekriegt, weil wir uns einfach mal so nicht geduckt haben. Einfach so. Just for fun. Und so. Okay, jetzt hier rüber. LOL. Alter, ich dachte gerade schon, ich wäre jetzt nicht abgesprungen. Ich jetzt einfach mal so rübersprungen. Random. Und. Ah ja, komm.
So, und gleich nochmal abspringen. Ehrlich gesagt, da wären ziemlich viele Wege gewesen. Das heißt wahrscheinlich hier rüber. Oh, das könnte eng werden. Schneller. Go. One. Oh. Alter, los, gib Gas. Ja, Mann. Geschafft, ey. So. Wir sind jetzt bei 1 von 6. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich weitermachen. Und das wiederum heißt, wir gehen jetzt erstmal auf zurück. Wir haben zwar nur einen einzigen Dings, aber Stern, ja, okay. Gut, also, die werden dennoch folgen. Das heißt, hier sind noch ein paar. Okay, so viele jetzt auch wieder nicht, aber hier sind wir stehen geblieben. Das heißt, das hier wird das nächste sein. Okay. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Und dann bis morgen wahrscheinlich. Tschüss.